keinen Führerschein, auch keinen Segelschein. Nein, die Schülerinnen und Schüler der Partnerschulen machen bei Hella kleine Scheine im Bereich Autoelektronik. Da gibt es den Bohr-, den Löt-, den Elektroschein, den Messschein Metall und den PC-Schein. 13 Scheine werden im Laufe eines Schuljahres erworben und vermitteln Grundfertigkeiten der Ausbildungsberufe des Unternehmens. Mein Name ist Michael Mahr, ich bin am Standort Hamm und Recklinghausen für das Personalwesen zuständig. Hier in Recklinghausen nähern wir uns den Auszubildenden und Mitarbeitern der Zukunft bereits ab dem 8. Schuljahr über verschiedene Ausbildungsmarketinginstrumente, wie zum Beispiel die kleinen Scheine, die Elternakademie Fest und natürlich über verschiedenste Praktika von 3 Tagen bis hin zu 7 Wochen, um den Auszubildenden der Zukunft schon dort etwas besser kennenzulernen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Langsch, ich bin Lehrer an der Maristenschule. Ja, die Schüler unserer Schule haben die Möglichkeit, hier bei Hella ein Projekt durchzuführen. Das dauert das ganze Schuljahr und sie können hier wichtige Tätigkeiten eines Mechatronikers kennenlernen, um so das Berufsbild Mechatroniker schon frühzeitig kennenzulernen und sich zu überlegen, ob es vielleicht ein Ausbildungsberuf für sie sein könnte. Das Projekt wird von der Firma Hella betreut und die Auszubildenden sind diejenigen, die die einzelnen kleinen Scheine vorbereiten, den Schülern dann in einem kurzen Theorieteil zeigen, welche Arbeitssicherheit zu beachten ist und wie mit den Werkzeugen umgegangen wird. Und dann wird in der Praxis sozusagen das Ganze erprobt. Hallo, mein Name ist Felix Hoffbogge. Ich bin Auszubildender bei der Hella KG hier in Recklinghausen. Ich habe am ersten Durchgang der kleinen Scheine im Jahr 2004 teilgenommen. Ich habe hier bei der Hella KG in Recklinghausen mit kleinen Scheinen angefangen und mache jetzt große Scheine an der Fachhochschule Bochum.